In meinem Hintergrund kann man es sehr gut erkennen. Das Karl-Lueger-Denkmal. Oben steht Schande, Schande ist hier raufgesprüht. Karl-Lueger war immer auch Bestandteil heftiger Kontroversen. Noch ganz kurz zu seiner Person. Er war zwischen 1897 und 1910 bis zu seinem Tod Wiens Bürgermeister. Schon damals war er auch teilweise umstritten, weil er bekennender Antisemit war. Manche Leute schätzen ihn noch immer sehr. Und der Grund seines Denkmals ist ja auch, dass er eine große Bedeutung hat. Das gilt zumindest öffentlich so dafür, dass Wien eine internationale, moderne Großstadt schon damals wurde. Dennoch ist ihm sehr heftig umstritten, weil auch seine Rhetorik Juden gegenüber sehr, sehr feindselig war. Und es gilt auch insgesamt so, dass Hitler sehr viel von seinem politischen Handwerk hier von Karl-Lueger abgeschaut hat. Und da wurde nun vor einiger Zeit eine Expertenkommission berufen, die nun entscheiden soll, wie es damit weitergeht mit diesem Karl-Lueger-Denkmal und auch dem Karl-Lueger-Platz, der hier ist. Es wird von vielen Leuten zum Beispiel gesagt, nämlich, dass alles hier beibehalten werden sollte, eben wegen seinen Verdiensten, auch für Wien, wegen dieser Bedeutung als moderne Großstadt. Andere sagen, dass der Name sofort geändert werden sollte und alles ausgelöscht werden sollte von diesem Antisemiten, der auch wirklich bekennend war. Und andere sagen, dass alles ruhig so bleiben kann, nur es ein paar Zusatztafeln geben sollte, wer Karl-Lueger wirklich war. Auf jeden Fall ist dieses Thema sehr umstritten. Es gibt, wie erwähnt, sehr heftige Kontroversen auch darüber. Und diese Expertenkommission, die hat sich beraten und wird hier am 5.5. darüber entscheiden, wie es nun damit weitergeht.